Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Heute basteln wir zwei Trauerkarten. Los geht es mit den Kartenrohlingen. Diese schneiden wir uns aus Aquarellpapier vom Action zu. Wir kürzen das beinahe A4-Blatt auf 21 cm Länge und somit ergibt sich eine Kartengröße von 21 x 10,4 cm. Das heißt, wir müssen unsere 21 cm Länge auf 10,5 Breite falzen, das Ganze mit dem Falzbeil andrücken, dann ist halt die Karte besser verschlossen und ihr habt auch keine Knicke drin. Das Ganze schreibe ich mir halt hier noch nebenbei auf, damit ich euch die Masse richtig durchgeben kann. Wir nehmen noch schwarzen Tonpapier dazu als Mattung. Auch diese müssen wir uns natürlich zurechtschneiden, da ich halt das Ganze auf die Länge meines Kartenrohlings anpasse, ist das bei 20,6 x 10 cm. Das ist unsere Mattung. Und auf die Mattung kommt noch ein Aufleger drauf. Dieser Aufleger ist wieder aus Aquarellpapier. Ich habe den auf 20,2 x 9,6 cm gekürzt und somit ergibt sich dann halt sozusagen diese Aufschichtung. Das heißt, ihr habt den Kartenrohling aus Aquarellpapier, Tonpapier als Mattung und obendrauf einen Kartenaufleger wieder aus Aquarellpapier. Diese Kartenaufleger werden wir natürlich jetzt schön gestalten. Weiß ist ein bisschen langweilig. Ich habe mich hier für Vintage-Foto und Pumice-Ton entschieden. Dafür matschen wir sozusagen Pumice-Ton auf eine Verpackungsfolie, spritzen ein bisschen Wasser drauf und drücken unser Blatt Papier, unseren Aufleger, direkt in diese feuchte Farbe. Da war noch ein bisschen Restfarbe drauf, deswegen habe ich da mit Wasser noch das Ganze aktiviert und reingedrückt. Damit es was schneller geht, wird das jetzt mit dem Heißföhn getrocknet. Und ich möchte das Ganze nochmal wiederholen. Das heißt, ich nehme nochmal Pumice-Ton, nochmal Wasser und drücke halt gezielt ein bisschen kräftigeren Farbton sozusagen in den Aufleger oder Aufleger in die Farbe. Auch wieder das Ganze trocknen. Ihr könnt natürlich hier keine gleichen Verläufe erzielen. Das heißt, jede Karte an sich oder jeder Aufleger, den ihr dann halt in die Farbe quetscht, wird anders aussehen. Ich habe dann die restliche Farbe von der Folie genommen, habe das mit dem Pinsel quasi noch Sprenkler gesetzt. Da mir noch zu wenig Farbe war, habe ich dann nochmal Pumice-Ton auf die Folie gedrückt, mit Wasser das Ganze natürlich angelöst und wieder gesprenkelt. Hier wieder das Ganze trocknen. Wir haben schon sozusagen den Grundanstrich für unseren Kartenrohling. Ich habe vor einer Weile ähnliche Karten gestaltet und meine Kollegin wollte halt Trauerkarten in dem Stil haben und da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich dann gleich Video für euch mit. Dafür habe ich hier von Joycrafts einen Filmstreifen genommen, das Ganze jetzt mit Stempelfarbe in Grau eingefärbt und gestempelt. Wie ihr seht, war das auch wieder zwei Kartenrohlinge bzw. Aufleger. Natürlich nach dem Stempeln die Stempel wie immer sauber machen, wegräumen. Und hier habe ich die Rose von Viva Decor. Das ist sozusagen unser Highlight. Die kommt als letztes gestempelt, halt oben drüber. Ich habe hier Archival Ink oder Archival Ink in Black Suit. Das ist ein schöner schwarzer Ton. Und dadurch, dass wir die Stempelhilfe benutzen, können wir halt, auch wenn wir dann vielleicht an einer gewissen Stelle die Farbe nicht genug drauf haben, das Ganze wiederholen und kräftiger andrücken. Wie ihr seht, musste ich sogar zweimal stempeln. Und das kann halt mit der Stempelhilfe, funktioniert das super gut. Bevor ich halt den nächsten Vorgang habe, ich habe hier mir sogar die Stempelfarbe gewechselt. Ich habe das VersaFine Onyx Black auf dem zweiten ausprobiert und ich fand die Farbe halt ist anders, ist kräftig und ich musste das auch kein zweites Mal einfärben. Ich konnte sozusagen mit mehreren Andrücken vom ersten Einstrich das Motiv vernünftig einfärben. Natürlich auch hier wieder sauber machen, verstauen. Also das ist immer so das Gleiche. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber naja, es gehört einfach dazu. Von Scrapberries habe ich ein
Schrifthintergrund verwendet. Den habe ich jetzt mit Grau eingefärbt und stempel jetzt direkt Freihand mit dem Stempel so stückchenweise am Rand entlang auf meinen Aufleger drauf, um ein bisschen Struktur einzuarbeiten, um das Ganze ein bisschen interessanter wirken zu lassen. Also für mich kann nie genug irgendwie drauf auf einer Karte, deswegen immer mehr. Ich habe hier mit Vintage Photo nochmal Sprenkler draufgesetzt, war irgendwie mal das Ganze irgendwie zu grau, zu schwarz, zu langweilig und ich wollte so ein bisschen bräunlich mit reingehen. Und hier habe ich von Tonic Studios eine Sprühfarbe, das ist so ein Goldton und dachte, das ist irgendwie, gefällt mir ganz gut, aber direkt gesprüht war mir das zu viel, also habe ich wie jetzt vorhin einfach sozusagen aufgeschraubt und nur mit der Düse quasi Sprenkler gesetzt. Das Ganze natürlich jetzt trocknen. Und allein dieses bisschen Glitzer macht dem Ganzen schon sehr viel. Ich habe von, auf jeden Fall war das ein schwarzes Dilution Ink Sprühfarbe und jetzt das gleiche in Weiß. Damit mache ich mir halt noch mehr Struktur, noch mehr Wow, noch mehr, ich weiß auch nicht, wie man es ausdrücken soll. Ja, ich habe hier zwei Streifen Leinenpapier, 120 Grammatur und ein paar Stempel, Spruchstempel von Joycraft zum Thema Anteilnahme. Und diese stempel ich direkt auf dieses Leinenpapier beim ersten Versuch. Oder beim zweiten, was war das irgendwie? Eins davon beiden, das ist mir auf jeden Fall nicht gelungen. Ich musste, glaube ich, 9 Papierstreifen nehmen. Genau, da ist es wieder. Der erste war halt nicht so dolle. Und dann habe ich mich für den zweiten Spruch entschieden. Und hier ist Arcable Ink Black Suit. So, dann ist hier wieder ein anderer Stempel. Ja, genau. Mir war das, glaube ich, beim ersten irgendwie zu verschmiert gewesen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall musste ich das wiederholen. Aber wie ich das immer sage, das ist nur Papier. Und wenn man irgendwas falsch stempelt oder so, ist das nicht so tragisch. Ich habe mich dann entschieden, noch ein paar, ich sag mal, Deko-Elemente zu stanzen. Und das mache ich ja meistens mit meiner Action-Stanz- und Prägemaschine. Hier habt ihr gerade kurz Aquarellpapier vom Action eingeblendet gesehen. Das ist das schwarze Aquarellpapier. Ich habe hier eine Stanzbordüre. Die habe ich quasi am Rand angelegt, um Papier zu sparen. Ich bin einfach so bekloppt. Habe hier mit der Schere das, was nicht abgetrennt war, nachgeschnitten. Jetzt wieder von der anderen Seite eine Bordüre gestanzt. Auch hier wieder mit der Schere nachgeholfen, damit sich das Ganze abtrennt. Und das Reststück wird natürlich weiterverwendet. Ich habe hier einen Wimpel. Auch den brauchen wir natürlich doppelt, also zweiten hinterher. Einfach alles schön durchkurbeln und ja, wenn das nicht geht, mit der Prickelnadel nachhelfen. Und dann kriegt ihr das Ganze aus der Stanze rausgedrückt. Das war jetzt von Action ein Stanzset mit Wimpeln verschiedenen Größen. Diese stanze ich jetzt aus einer Buchseite. Wie ihr seht, auch da habe ich schon öfters was mitgemacht und auch bei den letzten Trauerkarten ist genau dieses selbe Stück Papier zur Verwendung gekommen. Ja, es ist einfach so, ich schmeiße nichts weg, was ich noch wiederverwenden kann. Ja, das Ganze wegräumen. Hier habe ich eine neue Seite genommen und habe das Ganze jetzt angerissen. Sauber eine Streifen abgeschnitten, dann wieder angerissen, damit halt also erstens eine gewisse Struktur da ist und zweitens gefällt es mir eigentlich ganz gut. Mit dem Blending Tool von Action habe ich hier mit dem Vintage Photo die Ränder von meinem Aufleger ein bisschen eingefärbt, damit das Ganze halt nicht einfach blanko weiß ist, sondern auch etwas Farbe hat und das mache ich halt auch bei den Elementen aus der Buchseite. Diese werden mit Vintage Photo halt auch an der Kante eingefärbt. Alles natürlich doppelt, wir haben ja zwei Karten. Hier habe ich einen Klebestift mit diesem und mit der Hilfe von meinem T-Lineal
klebe ich meine Bordüre unten drauf. Das, was übersteht, habe ich jetzt quasi umgeknickt. Ich orientiere mich an dem ersten Aufleger und habe den halt als Vorlage verwendet. Die ausgestanzten Bordüren hatten noch ganz viele Elemente halt innen drinne sitzen. Die habe ich jetzt mit Hilfe von diesem Sizzix-Tool freigerubbelt. Das heißt, ich habe so ziemlich alle Elemente, die drinne saßen, rausgedrückt. Die Bordüre wird jetzt auf die Buchseite oder auf die Bordüre der Buchseite drüber geklebt. Vorher habe ich mich dann noch entschieden, erstmal weiter oben zu arbeiten. Ich habe die Wimpel mit dem Klebestift aufgeklebt. Jetzt noch die kleinen schwarzen, wobei ich nicht komplett aufklebe, sondern ein Teil, wie ihr seht, übersteht. Und der Rest der Bordüre, die habe ich wahrscheinlich vorhin aufgeklebt und wieder war ich nicht im Bild, gehe ich zumindest davon aus. Das, was über war, habe ich halt oben mit draufgesetzt, weil ihr könnt ja eure Reste wiederverwenden, wie ich das immer so schön sage. Man braucht ja nichts wegschmeißen. Ah nee, Bordüre ist noch nicht aufgeklebt, da war ich anscheinend falsch. Ist okay. Das Ganze wird jetzt auf die Mattung geklebt. Auch wieder mit Klebestift. Das Ganze natürlich auch bei der zweiten Karte. Ich glaube, ich habe mich entschieden, die Bordüre hinterher nur drum rumzulegen und umzuknicken. Naja, ist egal. Ich habe das Ganze mit der Nähmaschine einmal komplett drumherum genäht und bei den Wimpeln habe ich noch mit Zickzack einen kleinen, ja, ich sag mal, Element verschönert. Genau, da ist die Bordüre und die wird mit Flüssigkleber dann drüber geklebt. Ich habe die wahrscheinlich vorher von der Größe oder von der Länge her schon angepasst gehabt, weil sonst hätte ich ja jetzt kein Reststück gehabt für den Wimpel. Damit das halt etwas schöner ist, habe ich mit der Schere jetzt den Übergang oder dann die Ecke einfach abgerundet. Auch hier wieder mit Flüssigkleber und mit T-Lineal das Ganze wieder ausgerichtet und auf meine Karte aufgeklebt. Die Sprüche, die ich vorher gestempelt habe, die hatten ja alle ein bisschen Überstand und das war auch mit Absicht so. Deswegen kann ich das wie eine Banderolle einfach um die Karte herumlegen, meinen Spruch erstmal ausrichten, wo ich den haben möchte, mit Tesafilm das Ganze auf der Rückseite fixieren. Und damit es heute mal schneller geht, habe ich hier tatsächlich Schaumklebeband genommen, was doppelseitig klebend ist. Ich habe das jetzt einfach um die Karte herumgelegt, mit meiner beschichteten Schere den Kleber oder das Klebeband geschnitten. Beim letzten Reststück hatte ich noch Restpapier irgendwie dran kleben. Ich habe das nicht sauber genug abbekommen, deswegen muss ich gerade mit Flüssigkleber ein bisschen nachhelfen, damit das tatsächlich auch klebt, wo ich das haben möchte. Und auf das abgezogene Schaumklebeband wird jetzt Flüssigkleber aufgetragen, damit ich beim Aufkleben ein bisschen Zeit habe, um das Ganze noch ein bisschen schieben zu können, damit sich das nicht gleich direkt festpappt. Und hinterher ist wirklich dieser Flüssigkleber auch ein Garant dafür, dass das Ganze auch dauerhaft kleben bleibt, wo ich das gerne haben möchte und die Karte nicht aus Versehen auseinanderfällt. Wie ihr seht, mein Kleber geht so langsam zur Neige. Ich muss schon ziemlich fest drücken. Da ist auch schon, ja, ich sag mal, eine richtige Delle drinne, aber es funktioniert noch. Und auch der zweite Aufleger wird jetzt halt auf die Karte aufgeklebt. Wir sind beinahe fertig, jetzt fehlt noch ein bisschen Deko. Ich habe mich da für schwarze Pailletten entschieden, habe dann Klebepunkte gesetzt, da wo ich dann meine Pailletten auch hinplatziert haben möchte. Dazu noch kleine Schmucksteine.
in Schwarz. Als Ergänzung quasi, weil ich mag diese Kombination aus verschiedenen Elementen und versuche das halt so ein bisschen in so einer Form von Dreieck auf meiner Karte zu verteilen. Meistens in so einer Ansammlung von zwei, drei Elementen zusammen. Das gibt das Ganze irgendwie, ich weiß nicht, fürs Auge ist es einfach schöner und angenehmer. Und dann habe ich noch ganz, ganz kleine, sind glaube ich 2 mm Schmucksteine. Die sind in so einem Anthrazit-Schwarz, würde ich sagen. Also die sind nicht so wirklich dunkel wie die anderen Steine, die ich vorher aufgeklebt habe. Die sind ein bisschen rauchiger, ein bisschen transparenter, aber geben dem Ganzen halt ja noch ein kleines Funkeln und ja, runden das Ganze auch wieder ab. Das war es auch schon. Also wir sind mit den Karten fertig. Es ist was Einfaches gewesen, in der Form, dass wir nichts kolorieren mussten. Wir mussten ein bisschen manchen, ein bisschen stempeln, ein bisschen wischen und das war's. Somit sind meine Trauerkarten im Vintage-Stil fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht habt ihr Lust und bastelt das auch mal nach. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst oder ein Abo. Das würde natürlich mir weiterhelfen. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.